It is now time for the Royal Rumble match. Now, the two superstars that drew numbers 1 and 2 will start in the ring at the same time. Other superstars will join in the order that they drew. This will continue until all 30 superstars have entered the ring. Elimination occurs when you are thrown over the top rope and both feet touch the floor. The last remaining superstar will be declared the winner of the Royal Rumble and will advance to the main event of WrestleMania. Introducing the individual who drew number 2, from Cleveland, Ohio, weighing 231 pounds, The Miz. So, herzlichen Glückwunsch, hallo und herzlich willkommen, Glückwunsch Brock Lesnar und ich begrüße euch alle zum Royal Rumble Match, zum traditionellen 30-Mann Royal Rumble Match. Seit Jahren, seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren gibt es diesen Pay-Per-View und wir starten mit Nummer 1 und 2 hier im Ring. Rey Mysterio hat ja gegen Sin Cara gewonnen, also Sin Cara die Nummer 1 und der Awesome One, The Miz, mit der Nummer 2. Die beiden dachte ich jetzt, dass ich die erstmal reinkomme. Das Schicksal hat gewählt. Sin Cara konnte ja nicht gewinnen gegen Rey Mysterio. Ja, und deswegen hat er heute diese blöde Nummer. Und da kommen wir jetzt schon zu Nummer 3. Es geht direkt los. Oh, Unico. Okay, das ist Unico. Der Mann von SmackDown. Also bisher haben wir 2 Jungs von SmackDown und einen von Raw. Einen ehemaligen Intercontinental Champion, einen ehemaligen United States Champion in Person von The Miz. Ja, dann bin ich mal gespannt, wer von denen hier der Erste ist, der aus dem Rumble rausfliegt. Wäre ja cool zu sehen, dass hier einer von denen direkt jetzt einen Abgang macht. Ja, für Sin Cara läuft es ja momentan nicht gut in der WWE bei uns, also wird er hier vielleicht einer der Ersten sein, der raus ist. Natürlich, die jetzt hier am Anfang kommen, die Siegchance sehr gering. Und ich hoffe, dass das ein sehr geiles Royal Rumble Match wird. Brock Lesnar ist zurückgekehrt, keiner von euch hat es gewusst. Die Musik war eigentlich auf meinem PC ein bisschen lauter. Ich hatte die nur ein bisschen runtergestellt, weil das bei diesem Brock Lesnar, wenn der die Musik kommt, ich wollte auch nicht, dass euch die Ohren abfallen. Ist dann vielleicht ein bisschen leise geworden, aber es war einfach ein geiles Match und Brock Lesnar ist World Champion. Und jetzt kommt schon die Nummer 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Rey Mysterio, der Mann mit der Nummer 4. Und das war das, was ich im Skype-Chat meinte. Dass die Verlosung so einen blöden Zufall hier zugegeben hat, dass Rey Mysterio nur drei Plätze hinter seinem
ja, Konkurrent Sin Cara reinkommt. Quasi hat ihm der Sieg nicht so viel gebracht. Er hat ihm genau 3 Plätze gebracht. Jetzt muss er nicht als Nummer 1, sondern als Nummer 4 in dieses Match. Ob das so viel bringt, ist die Frage. So. Dann sind wir jetzt mal gespannt, ob jetzt vielleicht der Erste hier aus dem Ring muss, den Royal Rumble verlassen muss. Der Sieger geht zu WrestleMania. Also es geht hier um was. Jetzt sind wir schon bei 3 SmackDown Superstars und einem Raw Superstar. Und Unico schon bei Signature angelangt. Der will sich heute vielleicht wirklich beweisen. Hat ja damals schon gute Leistung gezeigt. 7, 8, ach, was laber ich denn? 3, 2, 1. Und da kommt Yoshi dazu. Wieder ein SmackDown Superstar. Hier geht's ja los. Ja, bei den ersten hat die Musik nicht funktioniert. Bei Yoshi tut sie jetzt wieder. So, jetzt der Mist da im Seil. Jetzt bin ich mal gespannt. Raw Ray greift Sin Cara an. Vielleicht Sin Cara ja der Erste, der rausgeht. Das wäre natürlich amazing. Ja, jetzt sind wir schon 5 Leute im Ring. Es wird langsam voller. Leider ja das Limit auf 6 Leute begrenzt im Spiel. Ja, was macht Unico? Schöner Dropkick. The Miz hängt da schon wieder im Seil. Jetzt muss The Miz auch aufpassen. Oh, Unico! Mit der Hulkarana! Und da muss The Miz raus. Der Awesome Run, also der Erste, der diesen Royal Rumble verlassen muss. So schnell kann es gehen. Und jetzt muss Rey Mysterio aufpassen. Aber er kann sich wehren gegen Yoshi. Oh, um Himmels Willen. Unico also schon den Ersten eliminiert. Jetzt geht's wieder los. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Jinder Mahal. Jinder Mahal betritt den Ring mit der Nummer 6. Also es geht hier rucki zucki. Ja, er ist kein Tag Team Champion mehr. Er hat gegen Wade Barrett sogar das Match gewonnen. Und jetzt hier im Royal Rumble mit der Nummer 6. Nicht schlecht. Ja, und natürlich so von der Muskelmasse wahrscheinlich der Überlegene. Oh, jetzt sieht es schlechter für Sin Cara und für Yoshi Tatsu. Jetzt sieht es da schlecht aus. Und Sin Cara ist raus. Seine Pechsträhne hält an. Sin Cara ist draußen. Als Zweiter muss er raus. Die Nummer 1 quasi als Zweites rausgeflogen. Ja, damit sind die Nummer 1 und 2 schon draußen. Unfassbar. Jetzt geht's da weiter. Unico, schöner Suplex gegen Rey Mysterio. Der muss auch aufpassen. Zwar auch ein Finisher, aber er muss aufpassen. Jetzt läuft die Uhr wieder. 5. 4, 3, 2, 1. Oh, R-Truth. Jawohl. Der nächste Superstar von Raw. Raw holt langsam auf. So, und jetzt Unico. Oh, Unico, der eliminiert Rey Mysterio. Und damit hat Unico Sin Cara und Rey Mysterio eliminiert. Und Unico hat sich ja bei SmackDown noch Rey Mysterio am Ende gezeigt mit Goldberg. Also unglaublich. Es geht hier ab. Unico dreht auf. Der hat jetzt schon 3 Leute eliminiert. Und das ist ja schon was. Es sind ja erst 7 im Ring. Also das ist schon eine starke Leistung von Unico. Das beeindruckt mich. Also Jinder Mahal jetzt da an. Yoshi Tatsu dran. Sind es nur noch 4. Eben hatten wir zwischenzeitlich mal 5 und fast 6 im Ring. Jetzt wieder nur 4. Aber die Uhr läuft schon wieder. 8, 7, 6, 5. Wer wird es sein? Wer kommt jetzt als nächstes? 2, 1. Oh, Wade Barrett. Das passt ja. Wade Barrett. Der Mann, der gegen Jinder Mahal gewonnen hat und gegen Ryback gewonnen hat. Und jetzt die beiden, Mahal und Barrett im Ring. Das passt ja wunderbar. Ja, jetzt haben wir wieder 5 im Ring. Wer ist der Nächste, der hier mal vielleicht eine Elimination zeigen kann? Oh, wieder. Jetzt muss Unico aufpassen. Der Mann, der bisher alle eliminiert hat. Sehr gut. Ja. Wade Barrett ist da unten mit Yoshi Tatsu am Gange. Oh, und die Uhr läuft. Die Uhr läuft wieder runter, der Countdown. Oh, Wade Barrett hat da unten gerade Yoshi Tatsu eliminiert. Ja, so ist es. Und da ist Kofi. Kofi Kingston, der ehemalige WWE-Champion. Ja, jetzt holt er sich vielleicht seine Chance zurück, um vielleicht zu WrestleMania zu gehen. Die Nummern sind noch nicht die besten. Also so ab 15 wird es, glaube ich, interessanter. Jetzt haben wir wieder 5 im Ring. Wade Barrett jetzt auch schon mit einer Elimination.
Und jetzt auch sehr interessant, guck mal, was wir im Ring stehen haben. Wir haben R-Truth und Kofi, die damals ein Tag-Team waren, ganz am Anfang Tag-Team-Champions waren, sich danach nach dem Titelverlust getrennt haben. Selbiges bei bei Jinder Mahal und Wade Barrett. Sehr interessant, finde ich, das jetzt mal zu beobachten. Und natürlich im Rumble, da gibt es keine Freunde, da ist jeder gegen jeden. Hier will jeder zu WrestleMania marschieren. So, 9 Leute sind im Ring, dann warten wir jetzt gemeinsam auf Nummer 10. Oh, Wade Barrett, Unico da hinten sieht es auch wieder schlecht aus für Unico. Kann Unico sich da nochmal befreien? Hat 3 Eliminations gezeigt und hält sich da sogar noch fest. Oh, das hätte es auch schon sein können. Und jetzt läuft die Uhr wieder. Wer ist Nummer 10? Ein Drittel der Superstars schon im Match. Und wer ist es? Oh, John Cena! Unser WWE Tag Team Champion. Ja, grüß dich. Oh, da kommt er. Und der Junge muss ja jetzt Power haben. Der Typ ist frischer Champion geworden. Seinen ersten Champion-Titel heute gefeiert beim Rumble. Und wie krass wäre das, wenn der den Rumble jetzt gewinnen würde. Weil wir wissen ja, Cena hat ja sowas durchaus mal drauf. Alright, Barrett. Eliminierter R-Truth mit der Clothesline. R-Truth raus. Es geht hier... Zack, zack, zack. Überhaupt keine langen Perioden. Der Einzige, der jetzt wirklich lang dabei ist, ist Unico. Und der eliminiert Jinder Mahal. 4 Eliminations von Unico. Was ist mit dem denn los? Einfach mal so. Rey Mysterio und The Miz, Sin Cara und Jinder Mahal rausgeworfen. Das ist schon nicht schlecht. So, jetzt haben wir schon 2 große Namen, ja eigentlich 3 große Namen. Wade Barrett und John Cena da oben und Kofi und Unico. Jetzt 2 Versuche, Unico und Wade Barrett in einer schlechten Situation. Und guckt euch Cena an, der drückt Wade Barrett da halb übers Seil. Schafft er das denn? Schafft er das denn? Jawohl, Wade Barrett ist draußen. John Cena eliminiert Wade Barrett und jetzt sind es schon nur noch 3 im Ring. Ja, und ich bin mal gespannt, ob vielleicht irgendwann hier vielleicht noch ein Tag-Team zusammen im Ring steht, die sich dann wirklich verbünden. Das wäre ja dann das Krasseste, wenn das wirklich so sein würde. Aber ich glaube nicht, dass hier jemand zusammenkämpft. Oh, jetzt Unico wieder mit Kofi beschäftigt. Cena kann schon eine Ruhephase einlegen, aber da kommt jetzt ein Nächster, der sich jetzt wohl Cena nehmen will. Oh, Kofi ist raus und wieder Unico. 5. Elimination. 5. Elimination und wir sehen, da kommt Epico. Er rennt zum Ring. Das ist unfassbar. Unico hat 5 Leute eliminiert. Er hat jetzt Kofi, Jinder Mahal, Rey Mysterio, Sin Cara und The Miz eliminiert. Und das ist schon verdammt beeindruckend. Mann, 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 dieser Unico. Und der hat sogar noch ein Signature. Stellt euch vor, der eliminiert jetzt auch noch John Cena. Das wäre ja wirklich der Oberhammer. Ah, Konter, sehr gut. Cena denkt sich, was soll das denn jetzt? Ich bin doch gerade erst drin. Und Cena mit Sicherheit, einer, der sagt, das Ding kann er gewinnen. Aber die Uhr läuft weiter. Wer ist Nummer 12? Wer ist die Nummer 12? Roman Reigns. Und das passt ja. Cena im Ring, der WWE Tag Team Champion. Reigns hat seinen Titel verloren. Und jetzt treffen die beiden hier im Ring aufeinander. So, Roman Reigns, das erste Shield-Mitglied, also jetzt schon im Rumble drin. Wäre natürlich cool, wenn jetzt die anderen beiden direkt folgen würden. Aber jetzt muss Cena wieder aufpassen. Unico ist echt jemand, der hier in dem Royal Rumble-Match von nichts zurücksteckt. Aber ihr seht, er hat auch schon einiges mitbekommen. Also lange kann auch Unico, wenn er Pech hat, hier nicht mehr bestehen. Jetzt haben wir natürlich 2 Powerhouse, Roman Reigns und Cena. Und Epico und Unico eher die Leichtgewichte. So, Cena jetzt da am Seil. Will Unico eliminieren. Die Uhr läuft, der Countdown. Und Unico hält sich fest. Gut. Und da kommt Kane und Unico ist draußen. Oh, schade. Der Mann mit den 5 Eliminations. Ja,
Ja, da kommt Kane. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Jetzt wird es langsam richtig interessant. Kane, der den Rekord mit den meisten Eliminations hält. Und natürlich im Ring noch ein John Cena und ein Roman Reigns. Also alles Powerhouse. Ist armer Epico. Kane, also die Nummer... Was war er? 12? Ne, 13 war Kane, genau. Ja, haben wir doch schon fast die Hälfte geschafft. Ich bin mal gespannt, wie viele noch kommen, die wirklich hier nicht erwartet sind. Natürlich, der Rumble immer oft ein Ding, wo sich alte Bekannte mal zeigen. So, jetzt Roman Reigns da im Seil. Kane vielleicht jetzt mit der Elimination bei Roman Reigns. Das wäre natürlich der Hammer. Der Countdown läuft. Wer ist die nächste Nummer? Die Nummer 14. Wir warten auf dich. Wer ist es? Hallo und herzlich willkommen. Oh, Jimmy Uso. Und Roman Reigns draußen. Oh, hier muss man immer die Augen überall haben. Roman Reigns draußen, also für den Shield läuft es nicht rum. Erst verliert Dean Ambrose seinen US-Title gegen Ryback. Dann verlieren sie die WWE Tag Team Gürtel und jetzt Roman Reigns schon aus dem Rumble raus. Oh, Kane und Cena jetzt miteinander beschäftigt. Ja, Kane mit dem Konter, der will ja natürlich nicht raus. Royal Rumble seine Chance, um zu WrestleMania zu gehen. So, und dann noch... Oh, Jimmy Uso auch schon raus. Auch schon raus. Das war ja ein kurzer Auftritt. So, und jetzt kommt die nächste Nummer, die Nummer 15. Dann hätten wir die Hälfte geschafft. Oh, da kommt Sheamus, der Celtic Warrior. Oh, jetzt sind Cena Epico hoch zum AA. Und Attitude Adjustment. Ja, kann man mal machen. Oh, jetzt haben wir was im Ring. Wir haben drei Superstars bei SmackDown und ein, bei Raw und einen bei SmackDown. Jetzt dreht sich das langsam. Ansatz zum Suplex von Kane. Jawohl. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Da kommt Christian, Nummer 16, der Captain Charisma. Also ihr merkt selber, manchmal funktioniert das mit der Einzugsmusik, manchmal nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Oh, Sheamus versucht Kane zu eliminieren. Schafft er nicht. Und Cena ist raus. Epico eliminiert Cena. Was geht denn hier ab? Das ist ja nicht normal. Oh, um Himmels Willen, Epico. Nächste Nummer. Wer wird es sein? 2, 1. Oh, you didn't know. Der Road Dog vom Breakdown. Ja, ich sag ja, manchmal kommen die alten Bekannten und Road Dog gibt sich die Ehre hier nochmal im Royal Rumble. Ein Mitglied der New Age Outlaws. Das wäre natürlich der Hammer, wenn Road Dogg jetzt hier so eine große Nummer eliminieren würde. Das würde ich ja echt feiern, wenn das passieren würde. Ja, Christian und Sheamus da unten jetzt miteinander beschäftigt. Und oben Road Dogg und Kane. Kann Road Dogg das schaffen? Das sieht gut aus. Road Dogg, kann der Kane eliminieren? Jawohl! Road Dogg eliminiert Kane! Und da kommt Cody Rhodes, die Nummer 18. Und Christian, da geht Sheamus übers Top Rope. Jetzt leert es sich gerade im Ring ein wenig.
Und die Frage wird größer, wann kommt Luca Rano? Wir wissen, er wird im Royal Rumble Match stehen und er hat gesagt, er will den Royal Rumble gewinnen und im Notfall alle, die ihm im Weg stehen, eliminieren, auch im Notfall gegen 29 andere antreten. Das ist ja auf jeden Fall mal ein Statement. Mal gucken, ob er das nachher halten kann, wenn er kommt. Von Christian und Cody Rhodes, die zwei von SmackDown gegen die Legende Road Dogg. So, Christian versucht es jetzt wieder. Wir sind wieder nur bei drei Superstars. Sehr voll ist es nicht. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, da kommt Jack Swagger. Ja, jetzt ohne Titel. Aber der sagt sich Nummer 19. Damit kann man auf jeden Fall was erreichen. Ja, gegen Edge hat er verloren. Edge war neuer Intercontinental Champion geworden. So, jetzt haben wir vier Superstars, dreimal SmackDown und auch Cody Rhodes und Jack Swagger. Also die Geschichten, die dieser Rumble schreibt, sind unglaublich. Der Mann, der Cody Rhodes den Titel abgenommen hat, aber auch schon wieder verloren hat. Jetzt stehen sie beide ohne Titel da. Cody Rhodes und Jack Swagger zusammen jetzt im Royal Rumble. Wenn das gut gehen kann. So, die Uhr läuft wieder. Wer ist Nummer 20? Dann hätten wir zwei Drittel geschafft. 66,6%. Jetzt sehen Road Dogg und Swagger nicht gut aus. Oh, der United States Champion. Und was ein Brocken. Ryback mit Nummer 20. Oh, das kann gefährlich werden für die anderen, die im Ring stehen. Ryback also Nummer 20. Und jetzt sollten sich die anderen in Acht nehmen, weil der Mann ist so voller Selbstbewusstsein. Der hat sich den United States Champion Titel gekrallt. Ist damit dreifacher Champion geworden nach Internet Championship und WWE Championship. Und jetzt hat er hier die Chance, als United States Champion den Royal Rumble zu gewinnen. Ja, wenn das nichts ist. Oh, Ryback, was macht der denn? Oh, was ein Power Slam. Fünf Leute im Ring. Es wird dann doch wieder voller. Ryback jetzt von Raw. Oh, Ryback versucht es. Er will Road Dogg eliminieren. Aber Road Dogg lässt sich nicht eliminieren. Klar, der ist angeschlagen. Aber das wäre ja schon cool, wenn Road Dogg hier was reißen könnte in diesem Rumble Match. Und jetzt kommt hier der sechste Teilnehmer, der im Ring steht. Wer wird es sein? Zack Ryder! Jawohl, WWE Tag Team Champion Zack Ryder. Er hat sich auch seinen dritten Titel geholt. Passt, ja. Er war auch Internet Champion, United States Champion und dann halt jetzt Tag Team Champion. Und ich bin mal gespannt. Jetzt haben wir sechs Jungs im Ring und einer muss rausfliegen. Aber bisher kann man nicht sagen, wer es sein wird. Wer hätte gedacht, dass Unico 5 Eliminations macht? Und wer hätte gedacht, dass ein Epico einen John Cena eliminiert? So, jetzt wieder Christian da am Seil. Wieder dieser Atomic Drop und wieder muss der Gegner über Stop Drop. Jack Swagger ist draußen. Ja, da kannst du dich aufregen. Auf Wiedersehen. So, mal eben einen Schluck getrunken, weil das könnte ja hier durchaus noch ein bisschen länger dauern. So, fünf Jungs im Ring, zwei von Raw, zwei von SmackDown, eine Legende. Besser geht's ja gar nicht. Schöner Suplex von Christian. Cody Rhodes hängt jetzt da im Seil. Ja, das ist quasi der Anfang des Guten. Jetzt sind Ryback und Zack Ryder beide Champion. Am Anfang haben sie sich noch duelliert um die Internet-Champion-Titel und jetzt muss Road Dogg dann leider doch nach Hause gehen. Er ist übers oberste Seil befördert worden von Cody Rhodes. Schade. Road Dogg hat eigentlich relativ gut mitgehalten. Und der Uhrzeiger läuft wieder. Die Sekunden rinnen runter und wer ist Nummer 22? Seth Rollins, okay, zweites Shield-Mitglied. Ja, der muss es jetzt echt rausholen. Roman Reigns hat versagt, nicht nur einmal im Royal Rumble Abend, zweimal. Hat den Titel verloren und jetzt schon raus. Und jetzt muss Seth Rollins, der natürlich auch verloren hat gegen Cena und Ryder, er muss es jetzt
richten für den Shield, damit hier noch was Gutes für den Shield bei rauskommt. Natürlich jetzt das Interessante auch wieder, Ryder und Rollins zusammen im Ring gegeneinander. Ja, wir haben 22 Jungs schon im Ring. So viele sind es nicht mehr. Es sind noch genau 8 Jungs, die den Ring betreten werden. So, muss Seth Rollins da jetzt raus. Christian da schon wieder dabei. Der hat auch schon, glaube ich, 2 oder 3 Eliminations. Und die Uhr läuft. 5, 4, 3, 2, 1. Und da ist er, Luca Rano. Feiert sein Debüt mit, seine Rückkehr eher gesagt, mit Nummer 23. Und der Junge, der ist auf 180. Und jetzt bin ich gespannt, was Luca Rano zeigt. Greift Ryback an, greift Zack Ryder an. So, der muss da ins Seil. Clothesline von Luca Rano. Also ich glaube, der feuert jetzt erstmal hier was ab. Der ist zurück. Der ist lange ausgeruht. Schöner Suplex gegen Zack Ryder. Luca Rano hat es klar gesagt. Er will den Royal Rumble gewinnen. Und jetzt bin ich gespannt, ob er das machen kann. Jetzt versucht er, Zack Ryder zu entfernen. Kriegt er ihn da runter? Das sieht gut aus. Zack Ryder hängt da nur noch so an einem Arm quasi. Wenn Luca Rano das jetzt noch hinkriegt, dann ist Zack Ryder eliminiert. Ja, Luca Rano drückt, aber er schafft es, glaube ich, nicht. Nee, Zack Ryder kann sich da retten. Zack Ryder mit dem Konter. Sehr schön. Ja, Luca Rano auch zurückgekontert. Seth Rollins jetzt mit Christian im Gange. Jetzt soll es da wahrscheinlich irgendwann mal in die Seile gehen. Ja, was hat Luca Rano vor? Wieder mit Ryder in der Ecke. Ryder mit dem Konter. Aber auch Luca Rano mit dem Konter. Da oben der Suplex. Jetzt versucht er die erste Elimination. Will Zack Ryder rausbefördern. Der nächste kommt schon zum Ring. Und Zack Ryder hält sich fest. Und da ist JBL. Oha. Mit Nummer 24. Jetzt wird es langsam interessant. Wer die hohen Nummern hat, die Chance sehr hoch, dann das Ganze zu schaffen. So, jetzt aber, er versucht es mit Seth Rollins. Er hat ja schon ein Match in den Knochen. Vielleicht dann einfacher, ihn zu eliminieren. Dropkick und Seth Rollins ist draußen. Erste Elimination und Luca Rano auf 180. Der macht direkt da weiter, wo er gerade aufgehört hat. Wieder gegen Zack Ryder. Wie eben versucht er es. Muss Zack Ryder jetzt den Ring verlassen? Kann er sich festhalten oder rutscht er da ab und ist auf dem Halbboden? Er ist runter. Luca Rano mit Nummer 2. Also Luca Rano gerade quasi in Raserei. Und jetzt der Roundhouse Kick. Roundhouse Kick. Also man merkt Luca Rano an, es geht hier für ihn um WrestleMania. Ja, Christian jetzt. Aber Luca Rano mit dem Konter. Da war es knapp. Da hätte Luca Rano rausfliegen können. Luca Rano. Clothesline und Christian ist raus, Nummer 3. Also Luca Rano zeigt, dass er sich wirklich lange hat vorbereitet auf diesen Royal Rumble. Und dass er wirklich hier gewinnen will, dass er unbedingt im Main Event von WrestleMania stehen will. Wir haben ja schon gesehen, Cesaro hat gegen Punk gewonnen und Brock Lesnar gegen Mark Henry. Also da können schon wirkliche Traummatches entstehen. So, die Uhr läuft wieder. Wer ist Nummer 25? Oh, Dean Ambrose. Der gefährlichste Mann vom Shield, wenn man es mal so sagen darf. Und er, oh, das auch wieder. Gegen Ryback. So, und Luca Rano versucht es wieder auf die alte Wart. So hat das schon mal Zack Ryder geschafft. Aber Ryback schafft es, ach, JBL schafft es, sich da festzuhalten. Ja, schöner Clothesline. Wohl ein Chop eher. Oh, Luca Rano, da weicht JBL aus. Jetzt die beiden Smackdown-Stars gegen die beiden Raw-Stars. Ja, jetzt geht's da zur Sache. JBL im Seil. Jetzt bin ich gespannt, ob Luca Rano hier weiter ausrastet und den nächsten eliminiert. Sieht schlecht aus für JBL. Sieht schlecht aus. Dropkick und JBL auch auf dem Hallenboden. Der nächste, der von Luca Rano aus dem Royal Rumble befördert wird. Und es sieht wirklich danach aus, als würde Luca Rano sein Wort halten können. Er dreht ultra auf. Also was der hier für Aktionen zeigt, ist schon nicht schlecht. Wer kommt jetzt? 26. Drew McIntyre und Dean Ambrose ist draußen. Unten rechts von Ryback eliminiert worden. Und da kommt McIntyre. Oh, Clothesline, aber Ryback hält sich fest.
Clothesline und Ryback ist draußen! Ryback ist draußen, habt ihr diese Kraft gesehen, mit der Luca Arno da ankommt? Und Ryback einfach mal mit der Clothesline übers Top Rope haut, unglaublich. Aber Drew McIntyre, der kontert diese Aktion und zeigt den Belly to Belly. Aber es war zu erwarten, Luca Arno hat's angekündigt. Und jetzt Ansatz zum Yosoda Twist! Wunderbare Aktion! Von Luca Rano, sein Signature-Move. Und ja, oh, jetzt fängt er schon an, sich zu feiern. Das sollte er vielleicht sein lassen, weil das kann ja gefährlich enden. So, Luca Rano, was jetzt? Ein Kniestoß! Und jetzt ist er sogar alleine im Ring und kann 7 Minuten... Oh, jetzt feiert der Junge sich wieder. Junge, Junge, sei nicht zu übermütig. Oh, Alberto Del Rio! Nummer 27, Alberto Del Rio. Ja, Luca Rano feiert sich weiter im Ring. Entweder hat der Junge jede Menge Selbstbewusstsein und ist sich so sicher, dass er hier den Rumble gewinnt, oder er ist einfach nur lebensmüde. Ich glaube nämlich nicht, dass das jetzt einfach wird gegen Alberto Del Rio. Es würde mich sehr beeindrucken, wenn Luca Rano hier wirklich den Rumble gewinnen würde. Schön, Neckbreaker hat gesessen. Ein Dropkick und auch Del Rio schon im Seil. Wieder Clothesline, aber diesmal hält Del Rio sich fest. Schöner Neckbreaker. Ich bin mal gespannt. Wir sind noch 2 Leute, 3 Leute, die kommen. Wer wird das wohl sein? Es gibt ja noch jede Menge, die auf der Liste stehen, die es sein könnten. So, die Uhr läuft. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Damien Sandow! Und ihr wisst ja, was das bedeutet. Damien Sandow! Erinnert ihr euch? Der Mann, der gegen Luca Arno damals antreten musste im Quali-Match. Und um Himmels Willen, er hat gerade Del Rio eliminiert und ich habe es nicht mal gemerkt. Del Rio also auch raus. Und jetzt wieder, direkt kommt Damien Sandow rein und kassiert den Soda Twist von Luca Arno. Der Junge dreht hier komplett durch. Und jetzt ist es nur noch Sandow und jemand, der auf der Platz Nummer 9, auf Platz 30 wartet. Dann ist es vorbei. Boah, Elbow und der Gegner neben. Ja, er sollte sich jetzt konzentrieren, der Luca Rano. Nicht, dass das in die Hose geht. Junge, Junge, ich sag's dir im Guten. Wenn das in die Hose geht, dann lach ich dich aus. Die Nummer, die letzte Zahl, die läuft. Wer ist Nummer 30? Ah, Luca Rano kann sich befreien. Ach, ich bin auch bescheuert. Nummer 29. Ich dachte, wir wären schon bei 30. Da kommt Edge. Und das ist der Intercontinental Champion. 3 SmackDown Stars jetzt im Ring. Und Edge, das ist natürlich jetzt ein dickes Ding. Der Mann hat so eine Erfahrung. Der hat schon mal den Rumble gewonnen. Stellt euch vor, der macht's nochmal. Dann ist der Intercontinental Champion und kann zu WrestleMania gehen. Jetzt haben wir 3 Stars im Ring. 3 Stars. Luca Rano braucht die beiden noch. Die beiden und die Nummer 30. Dann hat er jede Menge Stars eliminiert. Und dann wäre er Mr. WrestleMania, also Mr. Royal Rumble. Und da kommt der Roundhouse-Kick und auch Edge muss den einstecken. Und Luca Rano ist so auf 180. Also ich glaube, er kann das heute Abend gewinnen. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, weil es sieht so überlegen aus, was der Junge hier macht. Jetzt gegen Edge. Weil jetzt gegen Edge. Und... den eliminiert er auch mit so einem Kick und jetzt läuft die Uhr für Nummer 30. Jetzt bin ich mir aber sicher. 5, 4, 3, 2, 1. Dolph Ziggler! Ja, wer hätte dran gedacht? Dolph Ziggler zurückgekehrt beim Royal Rumble mit Nummer 30. Der Mann, der sich bei Hell in a Cell so schwer verletzte, dass er 2 Monate ausgefallen ist. Ja, I'm here to show the world und jetzt bin ich mal gespannt, wer von den dreien wird der Mann, der nach WrestleMania reisen darf oder zu WrestleMania reisen darf. Jeder von den drei könnte es sein, jeder von den drei. Dolph Ziggler ganz frisch, Luca Rano auf 180, Damien Sandow angeschlagen. Ich bin gespannt, wer von den dreien es ist. Komm, Luca Rano, zeig, was du kannst, halt dein Wort und geh zu WrestleMania. Und jetzt gehen wir nochmal ins Spotlight. Die drei Jungs,
Ziggler, Sander oder Lucarana? Lucarano, einer von beiden. Von den dreien wird zu WrestleMania gehen. So, Dolph Ziggler versucht jetzt hier Damien Sandow zu eliminieren. Schafft er das? Nein! Sandow hält sich fest. Lucarano hält sich da gerade fein raus. Wahrscheinlich das Beste, was er tun kann. So, jetzt muss Lucarano sich was einfallen lassen. So, kümmert sich da jetzt um Ziggler. Was hat Lucarano hier vor? Schöner Inzugiri. Boah, ich muss einen Schluck trinken, ey, sonst komme ich hier gleich nicht mehr über die Länge. Scheint ja doch noch ein bisschen zu dauern. Um Himmels Willen, habt ihr gerade Lucarano gesehen, wie der da rumzaumelt, wie eine angeschossene Ente? Ich hab jetzt schon wieder schlechtes Gefühl, dass das nichts wird mit Lucarano. Dolph Ziggler dreht nämlich hier gerade kräftig auf. Und ich möchte eigentlich nicht, dass Lucarano jetzt für diese Mega-Leistung hier gezeigt hat. Wen hat er alles eliminiert? Einen JBL, JBL weiß ich gar nicht. Einen Edge, einen Del Rio, einen Rollins, einen... Er hat jede Menge eliminiert. Die hatten alle keine Chance gegen ihn. Jetzt muss er sich nur noch belohnen und wirklich zu WrestleMania gehen. Komm, Lucarano, du schaffst es. Für Sandow sieht es momentan echt schlecht aus. So, was kommt nun? Was kommt nun? Dolph Ziggler mit dem Big Boot. Und, Damien Sandow ist draußen. Hier, damit waren es noch zwei. Und jetzt Lucarano vielleicht. Mit dem Moment der Wahrheit. Die beiden. Darum geht's. WrestleMania 28. Wer von den beiden geht zu WrestleMania? Ziggler oder Lucarano? Ich drehe hier am Rad. In die Ringecke. Lucarano gut gekontert. Schönes Spinning Backfist. Und jetzt soll es aufs Top Rope gehen. Gefährlich. Gefährlich. Dropkick. Wunderbar. Mach mich nicht nervös, Lucarano. Test of Strange. Ah, Ziggler, was zeigt er? Nehmt ihn hoch. Oh, Suplex. Um Himmels Willen. Bitte kein Mist. Lucarano, belohne dich. Belohne dich. Du wurdest quasi aus dem Titelmatch entfernt. Damals, als Kevin Nash dich angegriffen hat. Und Lucarano, Roundhouse Kick. Da sitzt er. Und jetzt ist Lucarano heiß. Jetzt will er zu WrestleMania. Er feiert sich schon. Er feiert sich. Ansatz zum Soda Twist. Und da ist er. Der Flatliner. So habe ich ihn früher genannt. Und jetzt soll es vorbei sein. Dolph Ziggler. Oh, der hält sich noch fest. Der hält sich da noch so gerade fest. Noch ein Dropkick. Jetzt hängt Ziggler im Seil. Jetzt kann es jede Sekunde vorbei sein. Lucarano genießt nochmal den Moment. In seinem ersten erstes WWE-Jahr direkt den Rumble gewinnen. Das wäre ja was. Aber jetzt Dolph Ziggler. Dolph Ziggler. Jetzt bin ich gespannt. Lucarano, befrei dich, Junge. Oh, er befreit sich. Um Himmels Willen. Er kann sich da befreien. Und wieder gekontert. Gut. Dropkick sitzt auch. Alles perfekt. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Oh, Dolph Ziggler da mit dem Konter. Ah, gekontert wieder. Also, es ist unglaublich. Wer von den beiden geht zu WrestleMania? Ziggler oder Lucarano? Komm, Lucarano. Zeig alles. Mehrere Tritte und der Dropkick. Jetzt gegen Ziggler im Seil. So, was hat er vor? Er bereitet irgendetwas vor. Wahrscheinlich nochmal den Soda Twist in der Mitte des Rings, um ihn dann mühelos rauszuwerfen. Oh, jetzt hängt Lucarano da wieder im Seil. Ziggler, der gibt jetzt alles. Lucarano ja schon lange im Ring. Und das sieht jetzt verdammt schlecht aus. Dolph Ziggler, Dropkick. Lucarano ist raus. Dolph Ziggler is going to WrestleMania. Ich kann es nicht fassen. So nah dran und doch daneben. Die Nummer 30 gewinnt also den Royal Rumble. Dolph Ziggler. Ja, die Jungs, die sich lange erholen konnten und vorbereiten konnten und topfit waren, die haben sich am Ende quasi nochmal ein Wrestling-Match geliefert. Und Dolph Ziggler, der Mann, der den Sieg
dabei herausholt. Unglaublich! Dolph Ziggler is going to WrestleMania 28.